So, und wie versprochen haben wir hier schon das Konsolen-Gameplay mit Kommentaren von mir. Ich nehme mal fast die UMP, weil snipern kann ich jetzt auf dem Konsole gerade gar nicht. Und ja, das ist das erste meiner... Geh weg jetzt. Das ist das erste... Boah, immer die gleiche Ding. Das ist das erste meiner Konsolen-kommentierten Gameplays. Oh mein Gott. Das war also nicht meine Schuld, das war ein YouTuber. Warum? Ich hasse Noobtuber und Camper und Gay-Idioten und so. Aber das macht ja nichts. Also da hinten mal eine Blend hinschmeißen, dass ich mal nach rechts gehen kann. Und die Typen von erwischen kann. Und da war, hätte ich fast... Oh, da ist ja einer. Den habe ich getötet. Getötet? Oh mein Gott, getötet. Nein, jetzt bin ich getötet worden. Ich habe nur das Wort erfunden. Cool, getötet. Das muss ich mir merken. Also eigentlich bin ich nicht so schlecht in Konsolenspielen, aber anscheinend bin ich doch ganz schön schlecht in Konsolenspielen, weil, ach ja, die schönen Camper und, also ich bin jetzt mindestens schon dreimal gestorben, wegen Camper und wegen Snipern. Das ist nicht wegen Snipern, ich habe keine Ahnung. Ach, die Claymore, super. Und wie schön ich da reingelaufen bin, hey, Wahnsinn. Ich hab's ja drauf. Also ich muss sagen, an der Konsole, bin ich echt scheiße. Dann nehme ich mal noch eine andere, ich nehme noch mal die Scar. Auch wenn die mit dem Herzschlagsensor ist, das macht ja gar nichts. Das ist auf PS3. Mein Gott, ich hatte auch auf der PS3 lange Zeit die G18. Ja, ich hab's gesagt, die G18 verbannt mich, da unten war einer wegen Aimbot, habe ich gerade gesehen. Ach nee, da oben sind die zwei Camper. Warum rennen sie nicht rum und machen so Kills wie ich immer? Wie ich gerade hier. Ich renne hier rum und mache Kills ohne Ende. Also für die Gegner, weil ich ja die ganze Zeit in eure, in ihre Fallen reinlaufe. Die ist eine Predator, aber die trifft mich mal nicht. Wow, nee, da killt mich der Harry. Cool. Wenn das so weitergeht, hey, leck mich halt am Arsch jetzt. Was ist denn das? Das macht doch keinen Spaß, sowas. Ich hab mich auch nicht in die Ecke rein und keine Ahnung, Ding. Ich hab ihn gesehen schon. Da, es hat auf der Konsole ist sowieso automatisch Aimbot mit dabei, also. Ich will mit dem ATR-Ding den Helikopter runter schießen, aber ich schieße daneben, ich weiß es schon. Nein, jetzt verschwindet ihr, nein, bleibt da. Ach ja, da ist einer. Nein, du musst natürlich nicht irgendwie nach unten ziehen oder so, oder. Ach, da oben ist jetzt die Ding. Ach ja, da ist ja einer und der ist ja. Hab ich schon Kill gemacht? Ja, ich habe schon 2 Kills und ich bin Dritter mit 2 Kills. Das ist ja mal erbärmlich. Ach ja, unser schöner Harry wieder. Ne, der Payflow ist das. Ha, jetzt muss ich treffen. Getroffen. Hä? Hab ich mich geschickt hinter eine Säule versteckt? Aber da hinten ist einer und der hat mich dann gesehen, nur ich habe ihn nicht gesehen. ich weiß, ich habe jetzt die andere Klasse Party die ganze Zeit noch, aber da ist ja was. Ah, wow. Wow, mit einem geblendeten Kopf habe ich ihn umgebracht. Und dann bin ich zum 13. Mal gestorben. Ach ne, jetzt 15 Mal schon. Also, ja. Auf Konsole habe ich schon lange nicht mehr gespielt, leider. Muss ich sagen. Was schade ist, weil ich morgen auf Konsole wirklich zocken. Ach ja, ich bin der Camper. Und ich bekomme einen Kill, wow. Ich kann aber. Mir gefällt sowas nicht. Also, ich habe nichts gegen. Ich mag Konsolen spielen richtig, weil es einfach noch. Zocken ist. Ja, was ist es denn sonst? Aber. Ja, der lädt nach und ich schieße auf ihn, aber das ist interessant. Das ist ihm völlig egal, weil er cool ist. Aha, da drin ist er. Da oben ist einer. Links von mir ist einer und da. Ich habe jetzt gerade mal 4 Kills gemacht, hey. In 5 Minuten, was soll denn das? Also, jetzt kommt auf der Jan nach noch auf jeden Fall mal eins. Weil, wie kann man da so gay verlieren? 21, 17, 15. Ich habe solche Scores, so 30er zu irgendwas auf PC, aber nicht mehr auf. Konsole. Ich kann einfach Konsole nicht spielen, hey. Also, ja, tut mir leid, aber es ist halt einmal so. So. Dann würde ich fast mal sagen, entweder ich mache hier mal, ach ja, können wir noch mal kurz reinschauen? Ich habe sogar das Heavy Metal Emblem habe ich sogar bekommen, weil ich so cool bin. Und da die 10 Kills, 10 Kills ohne zu sterben. Und das ist das Heavy Metal Ding, das ist das gesamte Gegnerteam in 10 Sekunden töten, ne?
Ist auch nicht leicht. Am PC habe ich auch noch das da drüber oder irgendeins in der Nähe. Den Paper Mario habe ich da. Den coolen Mario. Hoppala. So 10 Menschen töten ohne irgendwelche Killstreaks, also ohne Killserie und so. Aber was rede ich? Ich bin beschissen in der MV2. Was auf der Konsole ist. Da, ich habe dieses Emblem habe ich da. Das ist cool. Ne, das habe ich nicht mehr. Ja, Klassen habe ich noch andere Klassen. Habe ich die Zirrenklasse mit der T21. Ja, ich glaube, die nehme ich jetzt einmal. Weil, und der G18, nein, Schrotflinte. Ach, ich bin erst Level, ach nein, jetzt nicht die G18 auswählen, Idiot. Die P2000 ist ein bisschen besser, also die ist nicht so unfair wie die G18, aber die G18 gefällt mir auch gar nicht, weil die irgendwie so, das rotzt einfach so hoch ihre Munition und so, und schon ist sie weg. Das ist, ich weiß nicht, es gefällt mir nicht, obwohl ich es da drin hatte, aber das macht ja nichts. Ja, gut. Dann synchronisieren wir mal, machen wir mal eine andere Spieleinrichtung auf Spiele. Was habe ich gesagt? Die Sniper mache ich doch mal. Das ist doch mal lustig. Weil eigentlich kann man hier auch quickscopen? Ich glaube schon. Aber auf dem PC kann ich's und auf dem. Okay, kann ich. So, es bewiesen, ich kann's. Jetzt mache ich eine andere Klasse. Nee, weil eigentlich gehen da oben immer so welche hin. Ich habe ja meine Pläne, wie ich gehe. Also ich denke mir halt jetzt 3 Sekunden vorher, ja, ich gehe jetzt nach rechts. Aha, da haben wir schon den ersten Kill. Da, Sniper ist cool. Aha. Nein, den hätten wir fast getötet. Nein. Aha, da bin ich. Ach, von oben im Eck. Ich dachte mir aber nicht, dass der jetzt schießt, weil ich dachte, er verhindert mich. Weil ich denke mir immer so vorher, ja, jetzt könnte da mein Kamerad stehen. Da könnte ein Fenster offen sein und Ding. Ich finde irgendwie, auf der PS3 ist es irgendwie, beschissen, wenn man nicht spielen kann. Also, na gut. Und, ja, ich nehme das mit der PS3 auf jetzt gerade. Wenn ich mal eine Kill-Serie hätte, ist oben im Eck einer? Nee, aber ich glaube da oben steht einer. Ja, doch, da ist einer. Nein, da war eine Claymore 30 Meter neben mir. Aber die trifft mich ja, weil das cool ist. Wie kann da der bitte jetzt schon 6-1 haben? Ach so, na deswegen geht es. Bestimmt, weil er spielen kann, oder ich nicht? Ich kann ja echt überhaupt nicht spielen, hey. Na, renn auch schneller, mein Gott. Da oben ist wieder keiner, Gott. Weil ich kann nicht campen, hä? Also da hinten ist einer mit Schalldämpfer, sieht man schon. Oder steht er da? Ich weiß nicht, irgendwo ist er. Oder es war ein Helikopter, nee, war es nicht. Aha. Okay, ich nehme eine andere Klasse, weil ich bin ja so schnell. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich ziel so schnell wie Riechsalz schmeckt. Oder keine Ahnung, frisst Salz und hast Durst. Wenn einer fragt, ich hab Hunger. Das war keine Ehe erwischt. Ah, da stehen da drei. Ich bin ja echt auffällig. Also, ich hab alles im Gehör und im Griff. Gerade ein Ding bekommen, aber das ist erwischt, weil. Welches Level bin ich jetzt noch? Wow, 34 Prestige 1. Das ist ja mal scheiße. Es ist nicht viel und es wird auch noch weniger. Also, die Harrier macht mir nichts aus, weil ich die bezahlt habe vorhin. Hä? Da ist ein Blatt Papier gewesen. Aha. Oh Gott, also die Steuerung, die müsste ich mal überarbeiten. Oder ich müsste einfach mal lernen. Ich habe echt seit Ewigkeiten... Noch da oben ist der Harrier. Oh na, der andere mit der Vektor, super. Ich habe es echt Ewigkeiten nicht mehr gespielt und ich bin einfach anscheinend... Ich habe ja schon 2 Kills, super, blend mich selber, warum auch nicht? Da hinten ist mein Freund. Und der geneigte Zuhörer wird merken, dass ich mir vorher nichts zurechtgelegt habe, wie immer halt. Aber da oben ist einer, glaube ich, da. Also ist der. Nein, da gehe ich außen rum, weil das ist cooler. Aha! Yeah, habe ich ihn gemessert. Hat man nicht gesehen, das musste ich jetzt sagen. Okay, jetzt schauen wir mal da, was ist da? Okay, da ist nichts. Dann kann man ja mal besorgt weitergehen. Na, da ist links einer, der ist tot, aber da ist einer und der ist gleich weg. Yep. Die TAR ist schon besser mit Rotpunktvisier. Ich mag so Rotpunktvisier, aber ich finde es holographische besser. Na, ist keiner? Gut. Also keiner. Keiner ist keiner. Ja, keiner ist keiner. Also keiner. Dann könnten sie irgendwo anders sein wahrscheinlich. Ich glaube, das steht jetzt gerade ganz hinten rechts im Ecke. Wo war denn jetzt der bitte? Ach, der... Hä? Ist erwischt. Ich sehe nicht, ist mir egal. Ich könnte mal da hochklettern. Oder runterfallen. Ja, jetzt steig mal da drauf. Ja, jetzt kann er klettern, hey.
Also der kann klettern, es ist der Wahnsinn, hey. Der hat's echt. Ach, da hinten ist ein roter Punkt. Aha, ist mir erwischt. Ah, da ist ja einer. Och, super, ja klar, Vollschaden. Er bekommt 10 Kugeln ins Gesicht, stirbt dann nicht, hat Überleben, aber wenn er mal runterfällt, dann kann er nicht sterben. Na gut, ach, da oben ist ja einer. Wo geht denn mein Aimbot hin? Also, weil es ist ja auf der PS3 so. Man hat automatisch Zielanvisierungshilfen dabei. Die halt ein bisschen gehen. Jetzt haben wir hier unser PFP. Yay, ja. Yeah. Auch eine Blendgranate am Boden schmeißen, ja. Ah, und da kommt gerade eine EMP vom Gegner an. Und da messe ich den nicht. Aber es schaut schon fast besser aus. 5 zu 10. Naja, gut, das schaut nicht gut aus, aber. Was soll es ja bloß, PC? Und ich habe hier sowieso eine beschissene Quote. Ich glaube, meine Quote ist da irgendwo bei 12.000 Tode und so 6.000 Kills oder so eine Art. Warum ist da jetzt keiner mehr? Warum sehe ich da jetzt gerade keinen? Verstecken sie sich von mir, weil ich so cool bin? Ach ne, hinter mir war er ja. Wie kommt er hinter mich? Wahrscheinlich ging er hinter mich. Ich hasse den scheiß Stuhl, wo ich gerade drauf stehe, aber es macht nichts. Ich gehe da nicht unten rum, weil da ist ja sowieso keiner. Und oben könnte wenigstens einer sein. Nee, ist er nicht. Ich mache es immer so mit Bedacht, dass ich meine Blendgranaten wegschmeiße und mal wieder in den Gegner reinrenne, weil ich das am besten kann. Ich gehe jetzt mal darum. Hoppala. Ich hatte gerade ein Sandwich. Zu später Nachtstunde. Da hinten gibt's Schüsse, da muss ich hin. Entschuldigung. Das war bloß ein kleiner. Das war sein kleiner Bruder. Mhm. Der ist gut geschmissen worden, aber trifft sowieso nichts. Da kommen wir ins Ding. Ins Radarvisier. Ich kann mir echt nicht dingen, weil da müsste einer nicht stehen. Aha. Ich dachte mir, jetzt mache ich mal Schutz hinter dem Ding suchen, aber dann quietscht mein Stuhl und verrät mich. Aha. Jetzt muss ich gerade meinen Stuhl richten. Scheißdreck. Ja, da hinten war er gerade, also gehe ich mal dahin. Wenn er nicht nach da ist, ist er nicht. Gut, dann ist er irgendwo da. Aber mir gefällt fast World at War besser. Also World at War, da habe ich immer gute Spielstände. Und da bekomme ich Hunde und so, wenn ich spiele. Also Hunde ist eine Abschlussserie in World at War, wer es nicht weiß, in COD 4 ist es. Das ist ein super cooles Spiel. Und ja. Und warum trifft er mich eher immer? Weil er da droben liegt und ich den nicht treffe, obwohl ich ihm fünfmal in den Kopf schieße. Ja, das ging alles durch seine Ohren durch, also ist er bloß gepierst jetzt. Ja, Piercings. Aber ich kann hinten rum rennen, ganz unaufgemerkt. Und dadurch kann ich dann den Gegner schwächen. Aha, da ist ja einer. Oh Gott. Aimbot, wo bist denn du? Ach ja, links neben mir steht er. Und der springt immer rum und die killt mal nicht mich, aber jetzt haben wir wieder verloren. Gut, zweimal verloren in 13 Minuten. Das ist doch mal ein gutes Spiel gewesen, also für den Gegner. Warum bin ich immer so schlecht, wenn ich aufnehme? Ich weiß es nicht, ist es der Vorführeffekt? Der ist es. Also PS3 kann man nicht erwarten, dass ich gut spiele. 5,17 ist ja fast schlecht. Ich bin ja bloß fast viermal mehr gestorben, als ich gestorben bin. Ja, ist mir egal. Ich will mir kurz das Ding zeigen. Noch 8000, ja, 9000 zu 14000, also 5000 Unterschied. Ja, und spiele jetzt seit 4 Tagen spiele ich erst noch. Das geht ja noch, ne? Mit Prestige 1, also, ja. Ich bin grottenschlecht. Sollen wir es mal so sagen? Es ist die Wahrheit. Ich bin grottenschlecht in Modern Warfare. Ich bin auf der Konsole irgendwie anscheinend nicht so der Burner, wenn ich gerade aufnehme, aber. Ja, wurscht. Also, wer das Video anschaut und sich denkt, doch mach doch mal ein Killzone-Let's Play, Gameplay. Ja, dem sei gesagt, Killzone wird gerade verarbeitet von YouTube und auch hochgeladen. Und, ja, also es kommt Killzone 3 von der PS3-Abteilung. Killzone 3 kommt und vielleicht einmal Red Dead Redemption kommt vielleicht auch. Und vielleicht Red Faction Guerrilla. Wer PS3-Spiele sehen will, der schreibt mir. Und auf jeden Fall, wenn Dead Island draußen ist, hole ich mir Dead Island und zock das durch. Aber das nehme ich auf dabei. Aber das sage ich euch, hey. Dead Island mache ich auf jeden Fall. Da freue ich mich auch drauf, auf die ganzen Zombies-Geschnetzel. Und bevor Spiel beginnt, mal raus aus der Lobby. Ich bin im Bier-Clan, der ist cool, das ist mein eigener Clan, hat ein Mitglied. Ja, Bier. Und das sind wir. Gut, dann danke fürs Zugucken. Abonniert mich, wenn ihr weitere, bessere Gameplays, Let's Plays und Sachen aller Art sehen wollt von mir. Ja, das wird Daniel und bleibt so schön. Tschüss, Ikowski.